Willkommen zurück zu unserer großen Min-Miss-Mission. Als wir das letzte Mal aufgehört haben, haben wir diese formschöne Station in die Umlaufbahn von Min-Miss gebracht, in etwa bei 25 Kilometern Höhe. Und jetzt wollen wir natürlich noch Wege finden, irgendwas mit dieser Station anzufangen. Also kehren wir zurück zum Space Center und ich habe da mal was vorbereitet. Wir gehen in das Vehicle Assembly Building und laden einmal den Min-Miss-Länder Alpha. Dieser Länder entspricht in etwa von der Lifting Stage hier unten und der zweiten Stage hier oben dem, was wir schon bereits nach Min-Miss geschickt haben. Nur, dass dort oben drauf nicht das Labor sitzt, sondern dieser formschöne kleine Länder, den ich nochmal in seiner Funktion vorstellen möchte. Wir sehen hier unten, oder fangen wir lieber oben an, das ist einfacher. Hier oben ist ein Docking Node. Ups, jetzt ist er verrutscht. Wollen wir nochmal glatt rückgängig machen. Na, so ist das besser. Mit so einem Adapterstück, das ist unter Structural zu finden. Das braucht man nicht unbedingt, sieht aber einfach besser aus. Dann eine Kapsel mit jede Menge Solarzellen, einem Decoupler und diesen wunderbaren RCS-Düsen mit einem Inline Reaction Wheel, noch mehr Solarzellen, noch mehr Monopropellant, ganz viel. Drei Science Junior, vier von diesen Gutkanistern, in erster Linie aber, weil ich mir Gedanken um Symmetrie gemacht habe. Darunter drei kleine Treibstofftanks und der mittlere Tank führt seinen Sprit nach außen. Nicht wie sonst immer von außen nach innen, sondern diesmal machen wir das von innen nach außen. Da dran sind ein paar Batterien. Die habe ich hier befestigt mit so einem Girder. Dann sind hier Landefüße, die kennen wir auch schon. Noch mehr RCS-Düsen. Noch mehr Experimente. Ich habe die hier alle jeweils. An jedem Science Junior befindet sich ein Satz, beziehungsweise an den äußeren nur, denn die sind ja wiederverwendbar. Das heißt, wenn wir dort Forschung entnehmen, dann können wir die auf der gleichen Mission weiterverwenden, aber für Symmetrie habe ich die einfach auf beiden Seiten befestigt. Und hier unten, weil die da keinen Platz mehr hatten, unser neues wissenschaftliches Experiment, nämlich diesen Gravioli-Detektor. Das Ganze wird betrieben, nicht etwa von unseren üblichen großen Düsen, sondern von den neu freigeschalteten, jetzt muss ich sie glatt mal suchen, wo sind sie? Da sind sie, die Rocomax 48 5S oder 57, kann ich gerade nicht so gut erkennen. Die sehr klein aussehen, wo man sich sagt, oh meine Güte, was soll denn das und warum nehmen wir dann nur die kleinen? Die reichen völlig aus. Min-Miss hat eine unsagbar geringe Gravitation. Mit den kleinen Düsen können wir diesen Lander nicht nur sicher landen, sondern auch noch mehrere Hops auf dem Planeten durchführen und zurück in den Orbit kommen. Ohne weiteres. Mit der Anzahl der Tanks und mit dem ganzen Gewicht, was da drauf ist. Gar kein Problem. Mehr gibt es eigentlich zu diesem Lander nicht zu sagen. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich hier unten einen Docking Node angebracht habe, damit ich quasi direkt diesen Teil von dem unteren Teil trennen kann, aber diesen Teil nochmal an die Station mit andocken, damit der restliche Treibstoff, der da drin ist, oben bei der Station verweilt. Der Start ist mehr oder weniger genauso, wie wir ihn in der letzten Folge gemacht haben. Da werde ich nicht mehr allzu viel erklären. Ich habe hier noch aus Gründen des Treibstoffverbrauchs den 200er Thrust Engine ausgetauscht gegen einen Atomarantrieb, der ja, wie wir wissen, am effizientesten ist. Und da wir nicht auf Zeit spielen, brauchen wir im Prinzip nur diese beiden äußeren für die Stabilisierung unseres Orbits und benutzen dann das hier zum Transfer nach Min-Miss. Und da wir das alles schon 100 Mal gemacht haben, überspringen wir einfach den Start und unsere Kerbin-Orbit-Manöver und sehen uns direkt, und das Transfer-Manöver, und sehen uns direkt im Anflug auf Min-Miss wieder. Und da wären wir im Min-Miss-Orbit, beziehungsweise fast, wir sind jetzt im Einflussbereich und müssen die Orbit-Korrektur natürlich noch machen. Die Idee ist, dass wir
hier unsere Mondbasis Alpha anfliegen. Ich kann sie schon mal als Ziel setzen. Und die befindet sich zurzeit auf einem Orbit von ca. 25 Kilometern Höhe. Und unsere Periapsis sind ca. 30 Kilometer Höhe. Das ist eigentlich schon ganz gut. Wichtig ist, dass wir den gleichen äquatorialen Orbit einnehmen und uns dann langsam nähern. Wir haben ja bereits einen Orbit gemacht, ein Docking-Manöver mal gemacht, indem wir direkt von Kerbin im Kerbin-Orbit zwei Kapseln gedockt haben. Das hier ist im Grunde sehr, sehr ähnlich und nicht viel schwieriger. Ich sehe gerade, dass das hier ein leicht inklinierter Orbit ist. Macht nichts. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, ich hätte ihn einigermaßen gerade gemacht. Wir werden hier einfach relativ blind, weil wir wissen, was uns erwartet, an der Periapsis einen Retroburn machen. Und ich bereite das schon mal vor, indem ich auf 270 Grad gehe. Und wir sehen, dass sich der Retrograde-Vektor dem auch annähert. Da ist auch schon das Ziel zu sehen. Und wir machen noch ein kleines Stück Zeitbeschleunigung. Und wir kommen vor dem Ziel rein. Das bedeutet, dass wir zwar unseren Orbit, dass wir zwar unsere Geschwindigkeit reduzieren wollen, aber unser Orbit sollte möglichst noch über dem von der Mondbasis Alpha liegen, damit wir uns langsam annähern können. Ich nehme an, dass wir so auch tatsächlich mal bei den bei 30 Kilometer belassen können und mal gucken, wie wir uns annähern. Und natürlich, da wir jetzt das nukleare Triebwerk verwenden, sind wir deutlich langsamer. Aber auf Geschwindigkeitskommt es wie gesagt nicht an. Und es ist wirklich nicht besonders zeitkritisch. Und da neigt sich unsere Flugbahn. Ah, wir sehen schon. Witzigerweise stimmt unsere Inklination fast überein. Das ist natürlich sehr, sehr schön. 120, 80, 70, 60. Ich nehme mal ein bisschen die Geschwindigkeit raus. 40. Na, da sind wir schon drunter. Da habe ich nie aufgepasst. Exzellent. Da werde ich noch mal ein wenig nachbessern müssen. Und Prograde. Ich hätte dafür natürlich auch Manövernote nehmen können, aber im Prinzip ist das Manöver so banal, das können wir jetzt auch ohne Manövernotes machen. 26 ist da schon relativ nah dran. Wir können auch gleichzeitig noch die Korrektur der Inklination vornehmen. Und wir zeigen nach Norden, das bedeutet, wir zeigen nach oben, das bedeutet, dass wir nach Süden brennen müssen. Und das haben wir bereits schon 100 Mal gemacht, aber ich erkläre es gerne nochmal, während wir schon dabei sind, weil sich das einfach mit der Zeit als Routine quasi einschleicht und das ist auch ganz gut und ganz richtig so. 0,9, 0,7, 0,6, wir behalten also hier die Ascending- und Descending-Notes im Auge. Na, jetzt steigt das, das muss jetzt erstmal so reichen. Hier machen wir die nächste Korrektur. Und hier sind wir bei 30 und da sind wir bei einer Periapsis von 22. Das heißt, dass die nächste Anpassung machen wir hier. Und als erstes kümmern wir uns um die Inklination, weil das sehr, sehr einfach ist. Wir brennen einen Tick nach Norden, um unsere Flugbahn etwas anzuheben. Oh. Zack. Das ist gut genug. Und der nächste Punkt ist, dass wir natürlich hier unseren Intersect erstellen wollen. Dafür brenne ich mal ein wenig Prograde und gucke, wie sich diese Intersects verändern. Und sie nähern sich an, das ist schon mal ein gutes Zeichen.
Aber wahrscheinlich werden wir noch einen Orbit brauchen. Macht aber rein gar nichts. Ah, wir sehen, oh, da haben wir schon auf Target-Modus umgestellt. Sobald wir in die Nähe des Ziels kommen, stellt der Navball von Orbit auf Target-Mode um. Diese Entfernung ist allerdings noch zu weit, 29 Kilometer, das macht weniger Spaß. Ich kann natürlich jetzt gucken. Aha, okay, im Laufe des nächsten Orbits wird uns unsere Kapsel überholen. Das wollen wir natürlich nicht, also werden wir jetzt unsere Geschwindigkeit ein wenig senken und gucken, wo wir den perfekten Intersect generieren können. Im Optimalfall auf der Tagseite, aber manchmal kann man sich das ja nicht aussuchen. Und wir haben uns fast schon angenähert. Das sind, ja, es flackert, ich weiß. Na, das sind 0,1 Kilometer. Na, wenn das mal kein perfekter Intersect ist. Da werden wir noch ein bisschen abbremsen müssen, das sieht man hier, weil unsere Geschwindigkeit natürlich ein bisschen höher ist. Aber das ist gar kein Problem. Jetzt beschleunigen wir einfach weiter. Und wir nähern uns der ganzen Angelegenheit. Ich speichere mal an dieser Stelle. Und gleich ist unser Manöver soweit. Ich denke, das reicht. Wir sollten jetzt auch schon die Station sehen können. Ah, sehr schön. Da ist sie. Mondbasis Alpha. Wir stellen den Navball um auf Target und reduzieren unsere Geschwindigkeit. So gut wir können auf Null. Es flackert natürlich immer noch so ein bisschen. Das werden wir irgendwie probieren müssen abzuschaffen. Am besten, indem man irgendwann anfängt, nur noch mit RCS zu brennen. Haben wir hier noch was drin? Ja, wir haben sogar noch was in den unteren Tanks. Das ist eigentlich sehr, sehr gut. Und das Flackern ist ein Problem, was tatsächlich zusammenhängt mit der Größe dieses Schiffes und mit der Zusammensetzung. Aber wenn man das ungefähr macht, dann sollte es auch hinkommen. Gut, jetzt sind wir ja schon sehr, sehr nah dran. Bis auf 90 Meter. Und wir wollen probieren. Als erstes unsere Kapsel anzudocken. Und ich trenne hier einfach mal die Kapsel, beziehungsweise unseren Lander, gehe auf RCS und sorge dafür, dass ich hier nicht zusammenstoße. Reduziere meine Geschwindigkeit relativ zum Ziel auf 0. Setze den Dockingport oben drauf als Ziel. Drehe mich in Richtung des Ziels logischerweise. Und benutze ab jetzt nur noch die RCS-Triebwerke. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, wie das funktioniert. Ich nutze vorrangig nicht mehr WASD zur Steuerung, sondern nur noch die Steuerungstasten für die RCS-Düsen. Nämlich parallel zu WASD ist das I, JKL und für vorwärts und rückwärts H und N. Und wir nähern uns an. Und das ist immer sehr, sehr zeitaufwendig. Da gibt es leider keine Patentlösung, wie man das weniger zeitaufwendig macht. Es gibt ein paar ganz gute Add-ons dazu, die das Ganze stark erleichtern. Die kann ich auch eigentlich nur empfehlen, obwohl ich immer noch eigentlich sehr gerne selber docke. Weil ich es auch nicht so furchtbar schwer finde, sofern man sozusagen seine Hausaufgaben gemacht hat. Und das heißt in diesem Fall, dass wir es uns einfach gemacht haben, indem wir zum Beispiel unsere Station nach Norden ausgerichtet haben. Und als nächstes drehen wir einfach unsere Kapsel genau so hin, nämlich auf 180, auf Süden ausgerichtet, weil wir genau wissen, dass unsere Station
hier, dass ich die genauso ausgerichtet habe. Und jetzt sollten wir in der Lage sein, mehr oder weniger blind dort anzudocken, indem wir einfach den lilanen Target-Marker auf dem Navball folgen. Und ja, fast. Wir müssen noch ein wenig nach innen. Und jetzt müssten wir rein theoretisch docken können, indem wir einfach nur uns nach unten bewegen. Ja, fast. Ja, werden das nochmal ein wenig korrigieren müssen. Aber nicht viel. Und T aus. Wunderbar. Wie gesagt, im Docking-Video hatte ich das schon mal erklärt. Es ist nicht verkehrt, dass wenn das Docking quasi dann im Begriff ist, stattzufinden, sich also diese beiden Nodes gegenseitig anziehen, dass man dann das SAS ausstellt, denn das kann manchmal das erfolgreiche Docken ein wenig hinauszögern. So, jetzt ist unser Lander hier angedockt. Es kann sein, dass ihr bei dieser Konstruktion eures Landers aufgrund der Tatsache, dass dieser Docking-Node auch rein theoretisch Treibstoff leitet, dass dieser Tank deswegen bei euch leer ist. Vorausgesetzt, dass ihr nicht im Vehicle Assembly Building bzw. auf dem Launchpad diese beiden Pfeile hier angeklickt habt. Denn die verhindern, dass Treibstoff umgeladen wird. Beziehungsweise, dass der Treibstoff hier rausgezogen wird, um in die darunterliegende Stufe zu fließen. Diese Pfeile kann man dafür drücken, um zu verhindern, dass ein Tank geleert wird nach der normalen Reihenfolge. Wir gucken mal, wie das mit denen hier ist. Hier hatte ich auch Pfeile reingemacht, die machen wir auch wieder aus. So, und damit ist zumindest erstmal schon mal unser Lander angedockt. Der Lander hat hier, für den Fall, dass er irgendwie Spritprobleme hat, hier noch mehr oder weniger zwei fast volle Tanks zur Verfügung. Und wir haben natürlich noch diese Stufe. Diese Stufe hat auch noch mindestens zwei volle Tanks und beziehungsweise fast drei, denn in diesen beiden unteren äußeren ist ja auch noch was drin. Und in weiser Voraussicht hatte ich hier sowohl noch Solarpanels und Batterien und ein paar einen Monoprop-Tank und ACS dran gemacht. Das bedeutet also, dass ich diesen Tank ohne Probleme hier auch andocken kann. Dafür muss ich die Station natürlich wieder als Ziel setzen, damit das einfacher wird. Set as Target. Und es gibt offensichtlich eine Beschleunigung entlang dieses Vektors. Das Problem ist ein wenig, dass das Ding sehr, sehr schwerfällig ist, weil es auch nur von diesem einfachen Probe Buddy, den ich hier unter den Decoupler gesetzt habe, beziehungsweise unter den Docking Port, gesteuert wird. Das heißt, diese Stufe werdet ihr wahrscheinlich nur mit RCS vernünftig bewegen können. Ich bremse hier ein wenig ab. Jetzt können wir im Prinzip direkten Kurs auf das Ziel nehmen. Ich drehe sie aber dafür einmal komplett rum, weil wir müssen ja auch mit dem Vorderteil docken. Na. Und docken erfordert einfach eine Unmenge an Zeit. Aber wenn man das ein paar Mal geübt hat, dann geht einem das eigentlich nachher relativ schnell von der Hand. Und dann kommt es eigentlich so lange vor, wie es wirklich auch ist. Wir beschleunigen ganz minimal mit dem RCS-Triebwerk. Wir setzen definitiv keine dieser Engines mehr ein. Das wäre, ja, Selbstmord. Denn wir müssten das ganze Ding drehen, um damit dann wieder abzubremsen. Also können wir uns gleich daran gewöhnen, zu fühlen, was für eine Beschleunigung diese RCS-Düsen erzeugen. Denn das erzeugen sie letztlich auch an Bremskraft. Das können wir hier sehen, 40 Meter noch. Das heißt, wir haben ungefähr so, jetzt haben wir ungefähr 10 Sekunden. Ja, 1 Meter pro Sekunde. Einen halben Meter. Das sieht sehr gut aus. An irgendeinem Punkt werde ich
komplett bremsen. Mach ich mal hier. So. Und auch hier müssen wir natürlich zusehen, dass wir clever docken. Ich rotiere das einfach mal für eine einfachere Steuerung. Man bräuchte es nicht, aber ich finde es relativ angenehm, wenn man probiert, immer sozusagen rechtwinklig zueinander zu stehen. Und ihr habt gesehen, als ich hier nach links und nach rechts gelenkt habe, haben jeweils beide Düsen gefeuert. Das hängt damit zusammen, dass SAS an ist. Hätte ich SAS nicht an, ich kann das mal demonstrieren, dann zünden diese beiden Düsen und diese drückt natürlich die Rakete in die Richtung und diese drückt sie in die und dadurch kommt dieser Spin zustande. Drücke ich jetzt wieder T, werden im Zweifelsfall diese anderen Düsen dazugenommen, um mich an genau der Position zu halten, bei der ich T gedrückt habe. Das so nochmal als Hinweis. Deswegen nutzt man SAS möglichst bei Docking-Manövern nicht, da man grundsätzlich mehr Sprit verbraucht. Und deswegen nutzt man auch WASD nicht, weil WASD in erster Linie sozusagen Drehungen beinhaltet und nicht die seitlichen Bewegungen, die wir eigentlich brauchen. So. Apropos seitliche Bewegung, das machen wir jetzt mal. Und wir sehen, dadurch, dass das Schiff so hin und her schwankt, muss das ACS permanent Korrekturen durchführen, jenseits von dem Manöver, was ich eigentlich gemacht habe, nämlich das Beschleunigen nach links, werden hier immer kleine Manöver durchgeführt. Wir nähern uns der ganzen Sache. Ich glaube, wir sind da noch frei und jetzt bremsen wir. Ja, und wir sehen noch, wie das Ganze schwankt. Das ist natürlich nicht so schön. Nochmal nach oben. Sehr schön. Bremsen wir auch ab. Jetzt müssten wir relativ genau drauf sein. Ein wenig näher ran. Ja. Fast noch ein wenig nach links. Abbremsen. Noch ein wenig nach oben. Und noch ein wenig ran. Noch ein wenig nach unten. Ups. Und SAS aus. Nope. RCS aus. Na, komm schon. Ja. So. Das ist unsere Station und das ist unsere Ausgangsbasis für unsere große Minmus-Mission. Warum haben wir uns also die Mühe gemacht? Es ist ganz einfach, ich probiere mal erstmal diese Rotation nochmal zu stoppen. Die besorgt mich ein wenig. Wir sehen, wie das Ganze schwingt. Also Weltraumstationen mögen nicht gerne in irgendeiner Form bewegt werden. Und wenn, dann ganz bestimmt nicht seitlich, so wie ich das gerade mache. Aber wir können ja immer noch ein klein wenig cheaten mit der Zeitbeschleunigungstaste. So, jetzt ist sie wieder gerade. Also, warum haben wir das Ganze gemacht? Wir hätten mit uns den ganzen Aufwand ja schenken können und einfach 3 oder 4 verschiedene Missionen zur MIN beschicken können, einfach mit so einem Lander. Wir haben ja jetzt mindestens schon 30 Minuten damit zugebracht, irgendwelche Docking-Manöver durchzuführen. Der Punkt ist, dass wir mit dieser Kapsel und diesem Lander, so wie er hier ist, bis zu 3 Hops machen können auf dem Planeten. Während wir nach dem 3. Hop zurückkehren können, hier docken, die Tanks auffüllen und wieder runterfliegen. Und wir haben jetzt in diesem Moment hier genug Sprit, um alle 12 Biome von Minmus anzufliegen und jegliche Science aus dem Planeten rauszunuckeln. Und mit dem eigentlichen Landemanöver und dem Einsammeln der Forschung werden wir uns nicht weiter aufhalten, deswegen seht ihr das in vielfacher Zeitbeschleunigung. Nur so viel,
Wir Orbit, wir machen einen ganz normalen Deorbit Burn, suchen uns die Stelle raus, auf der wir landen wollen, anhand der Wikipedia-Page, die ich hier in die Beschreibung vom Video gepostet habe. Die kennt ihr schon von unserem letzten Minmus-Video. Dort führe ich alle Experimente durch und sammle diese Experimente dann auch in einem EVA ein. Nicht vergessen, ihr könnt die EVA machen auf der Leiter und das zählt als im Flug über Minmus und unten auf dem Boden, das zählt als auf dem jeweiligen Biom. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, solltet ihr irgendwie mal Schwierigkeiten haben, irgendwas in die Kapsel reinzutun, probiert erst einmal die Experimente alle rauszunehmen aus der Kapsel und dann wieder reinzutun. Nach ein paar Klicks klappt das eigentlich ganz gut. Und wir haben tatsächlich genug Sprit, um mit dieser Stufe dreimal zu landen, ohne zurückkehren zu müssen zur Station. Das bedeutet, dass ich mir von hier noch zwei, drei Biome aussuchen kann, beispielsweise die Polkappen oder die Highlands, um dann erst nach zwei weiteren Biomen zurück in den Orbit zur Station zurückkehren zu müssen. Und dahin brechen wir jetzt einfach nochmal auf, damit ich euch die letzte wichtige Sache dieser Mission zeigen kann. Bis gleich! Und wir sind so gut wie angedockt an unserer Station. Nur noch wenige Meter. Mal gucken, das sieht eigentlich schon ganz gut aus. Und ACS aus, SAS aus und warten, bis sich das Ganze eingegroovt hat. Und zack, da sind wir. Gut. Das Erste, was wir machen, ist tatsächlich die Wartung. Wir wollen unser Schiff natürlich wieder zurückschicken auf Minmus. Und ich kann, wenn ich den Tank oder die Tanks mit der rechten Maustaste anklicke, sehe ich, welche voll sind und welche nicht. Wir sehen, dass zum Beispiel dieser Tank hier komplett leer ist. Und wenn ich jetzt die Alt-Taste gedrückt halte und mit der rechten Maustaste einen weiteren Tank anklicke, zum Beispiel diesen hier, der vollständig leer ist. Gut, das ist vielleicht dann nicht so gut. Dann machen wir das nochmal mit dem hier. Dann sehen wir, dass hier verschiedene neue Knöpfe aufgetaucht sind. Nämlich Knöpfe mit der Aufschrift Transfer Out und Transfer In. Die sind immer abhängig davon, welche Tanks man angewählt hat. Und wir können über diese Struktur Sprit von diesen Tanks in diese Tanks umleiten, indem ich jetzt hier auf In klicke, beziehungsweise auf Out klicke, beginnt hier der Treibstoff in den Tank reinzufließen. Und das Ganze dauert, abhängig auch von der Größe des Docking Nodes, soweit ich weiß, kann mich da aber auch irren. Und mal sehen, was zuerst leer wird. Nein, der Tank ist voll. Wir müssen immer darauf achten, dass alle Tanks gleichmäßig gefüllt sind, weil wir sonst natürlich ein Problem bekommen mit der Balance, mit der Symmetrie. Machen wir hier Out, Out. Genauso gut könnten wir hier natürlich auf In klicken, das ist die gleiche Sache. Der ist auch voll. Und jetzt machen wir den erstmal nochmal leer. Die beiden sind leer, das heißt, wir können jetzt den gegenüberliegenden nehmen. Out, Out. So, und damit ist unser Lander komplett einsatzfähig und kann drei weitere Missionen auf Minmus fliegen, während wir hier gerade mal einen halben Tank verbraucht haben. Und wir haben ja noch ungefähr 1, 2, 3, ungefähr 4, vielleicht sogar mehr volle Tanks. Das heißt, 4 mal 3 heißt, das sind 12 Missionen. 3 haben wir theoretisch mit dem hier schon gemacht. Beziehungsweise wir haben in diesem Fall nur einen gemacht, aber wenn wir hier noch 12 drin haben, wir haben 12 Biome auf Minmus, das bedeutet tatsächlich, dass wir jedes Biom auf Minmus problemlos anfliegen können in dieser einen Mission. So, jetzt kommt aber der Kniff bei der Sache. Wir haben uns ja nicht die Mühe gemacht, diesen ganzen Laborkram hier mitzuschleppen, ohne dass wir ihn einsetzen. Also, wofür ist das Labor da?
Ich kann es mit der rechten Maustaste anklicken. Sobald an diesem Labor irgendwas angedockt ist, in dem Forschung stattgefunden hat, da Forschungsreports drin sind, und kann hier auswählen, solange es voll ist. Denkt dran, wir haben dieses Labor mit Personal gefüllt vor dem Start. Wir können hier gehen, wir haben hier zwei Optionen. Das eine ist Process Lab Data und das andere ist Clean Experiments. Wir machen erstmal Process Lab Data. Und wir sehen hier mehr oder weniger unseren Forschungsrequester, so wie wir ihn kennen. Allerdings ist etwas anders. Wir haben jetzt hier vier Knöpfe. Wir haben den Discard Data, den kennen wir ja schon. Wir haben Keep Data, das ist das, was wir auch kennen. Und jetzt haben wir hier Process in Lab Module plus 12% Transmit Value. Wir könnten also das hier aufwerten in Bezug auf Transmit. Ich mache das jetzt mal. Das hier auch. Und das hier auch. Und das hier mache ich Keep Data. Einiges lässt sich nicht aufwerten. Und hier sagen wir auch Keep Data. Und hier machen wir auch Keep Data. Und das müsste sich jetzt eigentlich schon wiederholen. Und wir sehen, dass das Ganze Strom verbraucht und dass es Zeit kostet. Und für den Fall, dass wir diese Experimente nicht in der Kapsel zurückfliegen würden, könnten wir die einzelne Forschung, die wir damit machen, maximieren. Wir nehmen aber alles mit, deswegen ist es für uns nicht ganz relevant. Aber wo das Ganze praktisch wird, wäre zum Beispiel in einer Mission über Duna, wo man nicht alles wieder mit zurückschleppen möchte. Oder andere vergleichbare Situationen. Und wir machen nochmal Keep Data. Das ist der eine Teil, den das Labor machen kann. Der ist für uns nicht ganz so wichtig, da wir alles wieder mitnehmen. Und die Sachen sollten eigentlich hier jetzt noch drin sein. Ja, Stored Data, wunderbar. Für uns ist viel wichtiger die Funktion Clean Experiments. Und hier dahinter steht eine 2, das heißt, zwei Experimente lassen sich cleanen, also säubern. Was passiert ist, es werden leere Experimente, die wir benutzt haben, nämlich den Science Junior, den wir hier eingesetzt haben, um eine Forschung zu machen auf Minmus. Und der, wo ist er? Der Gu-Kanister, jetzt hat er ihn schon zugemacht, den wir eingesetzt haben, um dort unten einen Versuch zu machen. Ach, und hier war noch Forschung übrig. Der wird dann auch zurückgesetzt und das bedeutet, dass ich diese ganzen Experimente, die ich sonst nur einmal pro Mission verwenden könnte, jetzt nochmal verwenden kann. Das heißt, wenn ich hier mit diesem Lander runterfliege, kann ich wieder alle Experimente nutzen und muss nicht sozusagen, nur weil diese Experimente Single-Use sind, wieder zurück nach Kerbin fliegen. Und das ist der eigentliche Kniff hinter der Tatsache, dass wir mit diesem Lander alle Biome lösen können. Und das war's auch schon mehr oder weniger. Wir haben hier natürlich noch eine ganze Menge zu tun. Das lasse ich quasi als Hausaufgabe stehen. Ich verstehe, dass das durchaus nicht unbedingt angenehm ist, wenn man alle Biome macht, aber experimentiert doch mal ein bisschen rum. Ich werde sicherlich so 3 bis 6 Biome anfliegen, bevor ich potenziell die Lust verliere. Die Science nehmen wir uns einfach mal vor für nächstes Mal, wenn wir uns einige der fortgeschrittenen Missionen, die man machen kann, so einmal anschauen. Soweit von hier. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.